uns heute zum freien Training willkommen. Die leidenschaftlichen US-Fans versammeln sich. Und auch die Teams sind bereit, im Vorfeld des Rennens einige wichtige Daten zu sammeln. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 24. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute mit dem nächsten Sprintwochenende. Ich habe mit den F&E-Leuten über die neuen Teile gesprochen und sie wurden erfolgreich in den Wagen eingebaut. Wenn wir Glück haben, kannst du die Verbesserung spüren. Also probier sie mal aus. Jo, okay. Dann fahren wir mal raus auf der Strecke, wa? Also dieses Wochenende ist Sprintwochenende. Heute mit dem ersten freien Training und dem Sprint danach, morgen, Sprint Quali, genau. Und Sprint morgen mit dem Qualifying und dann am Sonntag, wie immer, das Rennen. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Ach, ich habe gar keine. Ich habe kein Setup drin. Da müssen wir dran denken noch. Ich habe gar kein Setup drin. Ganz schön gedacht in dem Moment. Ja, Austin, eine Strecke, die mir nicht so liegt, persönlich, weil ich schon mal viel für Pech hatte. Wir haben zwar jetzt in der Karriere 4 Rennsiege hintereinander, wir wollen natürlich heute den oder dieses Rennwochenende den 5. holen. Dann lassen wir schauen, ob wir es schaffen. Wir sind aktuell Dritter an der Fahrer-WM. Ich glaube, 2 sollte zumindest das hier sein. Verstappen wird uns wahrscheinlich schlagen. Dafür war der Saisonstart so schlecht. Das ist natürlich, da wir, glaube ich, eine Vorgabe haben wegen den Entwicklungen, dass wir 50 Sekunden und oder länger die Klappe hinten laufen lassen müssen. Wir müssen wahrscheinlich wieder in die Box, weil wir die Setup vergessen haben einzustellen. Ja, wir sind ja mehr oder weniger jetzt eine Woche. Nee, kostet wir gar nicht. Oder? Nee, eigentlich nicht. Das dürfte eigentlich passen. Mit dem Rennwochenende. Das wird tatsächlich USA fahren, obwohl das das USA-Rennen ist, das reguläre. So, ich stelle mein Auto wieder in die Garage, weil ich ja, wie gesagt, nochmal das Setup einstellen muss, keine Sorge. Fahren wir heute ein bisschen was weniger, aber dafür haben wir ja dieses Wochenende ein Sprintwochenende. Wir werden also quasi so ein bisschen auf jeden Fall fahren. So. Sprintwochenende. Texas. Da ist es. Aber wir werden jetzt 2 Ründchen fahren und dann passt das eigentlich auch schon wieder. Weil ich mehr oder weniger, da wir ja wie gesagt danach nochmal mit dem Sprint-Qualifying gleich weitermachen. Morgen ja Sprint und das kurze Qualifying und dann am Sonntag Rennen. Ricciardo 1.44.2, der ja in der Realität noch was nicht mehr fahren wird nächste Woche. Ja, ja, wie eigentlich diese Woche. Ich wollte gerade sagen, eigentlich passt das genau mit der Karriere übereinander.
Ja, nach 4 Siegen in Folge will ich jetzt hier natürlich den nächsten Sieg holen. Den 5. Und wenn sie sagt Kota, hat das nichts mit Dakota zu tun, sondern einfach Circuit of the Americas, quasi die Kurzform für diese Strecke hier. Wir fahren hier insgesamt 3-mal in die USA. Wir haben ja Miami schon durch, da haben wir unsere ersten Punkte mit Platz 8 geholt. Jetzt dieses Wochenende Austin und das ziehen wir am Ende nochmal Las Vegas. Naja, schauen wir mal. Let's go. Auf Medium. Viele Fahrer jetzt draußen. Das sind jetzt einige, die auf der Strecke sind. Perez. Auch dem hängen Gerüchte an, dass er in Mexiko seine Karriere beenden wird. Beziehungsweise der Vertrag nicht mehr für Red Bull fahren wird. Ricardo, Bestzeit, aber wir hängen noch dran. Wir werden übrigens nicht zu Visa Cash wechseln. Das Angebot hat platzen lassen. Das habe ich euch ja quasi nach dem Baku Grand Prix, habe ich euch das ja quasi dran gehängt. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Was am Ende passiert. Vielleicht Ferrari sogar. Vielleicht McLaren, Mercedes, Red Bull. Kann ja alles passieren. Ich hoffe, Ferrari könnte die sinnigste Lösung sein, weil dann nämlich Sainz zu Williams wahrscheinlich wechselt, so wie es ja in der Realität ja auch ist. Mal gucken, was am Ende passiert. Bestzeit, zweiter Sektor. Das sollte sein, dass wir die Ricciardo-Zeit knacken. Also sehr wahrscheinlich, weil da ist gerade aber eine andere Zeit doch gerade vorgekommen. Albon war es und wir haben es mal eben nachgelegt. Gut, Ricciardo hat mega Rückstand. Aufpassen, dass ich das hier mega. Wir haben hier ein bisschen rutschig. Wir haben sie ein bisschen rutschig gerade. Nico Hülkenberg. Ja gut, er wird wahrscheinlich, die Zeit ist sowieso egal. Der Haas hat, oh, der hält aber auch voll dagegen gerade. Ich glaube, wenn er auf schnelle Runde ist, dann wird er wahrscheinlich uns keine Zeit. Wird er uns nicht vorbeilassen müssen. Gut, 2,2 Sekunden ist ja wurscht. Wird mir jetzt Ritter. Auf Soft. Doppelführung momentan für Team Williams. Kann so bleiben. Wie gesagt, wir müssen, wenn wir die Konstrukteurs-WM gewinnen müssen, müssen wir natürlich klar uns den Schritt nach vorne machen. Mal gucken, was damit rauskommt. Ich werde danach eh in die Box gehen. Das heißt, wir werden hier schon das erste freie Training wieder beenden. Gut, ich musste eine Runde etwas weniger fahren, weil natürlich das fehlende Setup. So, ich kann natürlich was auf einen Cappuccino trinken.
Ich mache ja heute wieder eine Doppelsession. Und weil wir sie nehmen, wollte ich ja mal Mond, nehme ich ja jetzt Montags Formel 1 auf. Hat den folgenden Grund, dass es eben nicht mehr geht. Also dieses Wochenende nicht geht, weil ja Großeinkauf angesetzt ist, was eigentlich immer samstags der Fall ist. Ging diesmal nicht, deswegen haben wir das auf Montag verschoben, deswegen nehme ich heute Sonntag auf. Ist aber auch nicht weit auf, oder mache ich heute mal die Ochs gehen vielleicht. So, damit haben wir es. Wir werden wahrscheinlich wieder auf Medium Soft starten. Wir werden wahrscheinlich wieder auf Medium Soft starten. So, gut, dann können wir hier mehr oder weniger mal die Nummer setzen. Ja, wir haben deutlichen Vorsprung auf den Rest des Feldes. Es könnte wieder ein einfacher Sieg werden. Scheiße, Teamkollege nicht mitfährt. Ja, mal gucken, was am Ende rauskommt, welches Team wir nehmen, wo es hingeht nach der Saison. Es wäre was Sinnvolles, glaube ich, Mercedes, McLaren. Weil wir ja Mercedes-Motor im Heck haben. Gut, das war das erste freie Training. Wir beginnen quasi mit weniger gleich. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist noch lange nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genau so ist es. Wir sehen uns quasi wieder. Die Vereinigten Staaten lieben derzeit die Formel 1 und es ist für alle eine große Freude zu sehen, wie die Autos heute auf dem COTA ein paar Hotlaps absolvieren. Es ist das Circuit of the Americas und wir sind beim Qualifying. Jo, und da sind wir mit dem Sprint-Quali. Also was ich gerade eigentlich anmerken wollte, wir sehen uns gleich wieder mit dem Sprint-Qualifying. So rum war es eigentlich richtig. Jetzt können wir mehr oder weniger aufs normale Auto, aufs normale Setup gehen. 12 Minuten haben wir heute Zeit. Quasi normale Zeit zum Training. Ich überlege gerade, ob ich das dritte Training genommen. Ach nee, wir haben ja dann, warte mal, haben wir Kurz-Qualifying? Wir haben das Kurz-Qualifying danach, ne? Oder? Ne, Kurz-Qualifying und Sprint. Ist egal, wir machen es so, wie es wir haben, wie wir es ursprünglich gehabt haben. Mit dem, jetzt mit dem Sprint-Quali. Und dann fahren wir, machen wir es morgen wie gehabt. Also wenn ich jetzt, bevor ich jetzt irgendwie mit durcheinander komme, also heute eine Session weniger, dafür morgen eine mehr. Um 14 Uhr, ne? Also dass ihr Bescheid wisst. Wie immer. Bleibt ja. Alles soweit gleich. So, mal gucken, was wie gesagt passiert. Also mein Ziel ist es ja, auf einen Mercedes-Betrieb das Fahrzeug zu wechseln. Also wie gesagt, McLaren war, wäre natürlich das oberste Ziel. Nicht mehr mit den Honda-Motoren. Ja, ich muss jetzt quasi mit weniger. Sorry, das war keine Absicht, Sergio. Das ja, Lando. Super, schön vorbeigelassen. Ja, McLaren war natürlich das oberste Ziel. Halt mit dem Motor, fahrt ihr mal für Williams. Und dann vielleicht auch mal zur Ferrari zu wechseln. In der dritten Saison. Ich weiß auch nicht, wie viele Saisons wir schaffen. Wir schaffen auch nur zwei. Schaffen wir zwei Saisons, sind ja 24 pro. Ich befürchte, dass wir nämlich tatsächlich nur zwei Saisons schaffen. Ich befürchte, dass wir nämlich wirklich nur zwei Saisons schaffen. Weil das sind ja dann quasi ein Jahr. Also 24 Rennen gibt es ja. Ja, müssen wir gucken. Ich vermute, dass es halt, wie gesagt, auf Lauf ist. Das ist ja wahrscheinlich nur ein Jahr schon. Ist ja schön, wenn wir drei Saison können, aber mehr wird es auch nicht werden. Ist egal, alles gut, wir schaffen wahrscheinlich zwei.
Ich weiß nicht, nachdem man das neue Spiel rauskommt. So, erstmal. Schauen, was wir jetzt hier im Sprint-Quali so liefern. Nemesco 1. Das befürchtet mich genau das Problem. Jetzt hast du Verstappen nicht davon. Ihr blockt me. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass er natürlich genau da vorgestanden hat. Ja, wir Sprint haben. Brasilien immer noch, glaube ich, einen Sprint. Kann aber sein, dass wir schon wieder im letzten Rennen noch einen Sprint haben. Das Problem ist, haben wir natürlich hier die ganzen. Ah, Tsunoda! Ja, da haben wir schön die Runde. Also die wird nicht super, die wird nicht perfekt werden, aber vielleicht reicht es noch von vorne. Der Hülkenberg macht das richtig, der geht schön zur Seite. Oh, es gab hier A3 mit der schnellsten Runde. Klar, die wollen natürlich jetzt alle ihre Runden sitzen. Bestzeit. Hier sind sich alle schön im Weg. Leclerc und Ocon sind jetzt vor uns. Ich bin so allerdings jetzt eh raus, weil wir ja mehr oder weniger durch sind mit der Runde. Ich weiß, dass hinter mir jetzt ein Auto noch angeflogen kommt, den lasse ich ganz überziehen. Hat mir nämlich auch nicht im Weg gestanden. Ich lasse. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich lasse die jetzt natürlich alle ziehen, weil ich muss jetzt natürlich zur Seite fahren. Ich will die ganze Ecke jetzt hier vorbeilassen. So, jetzt haben wir nämlich den nächsten vorne. Jetzt haben wir das Gelb, war klar. Und wichtig wäre mir natürlich im Sprint ein gutes Ergebnis rauszuhauen. Im Idealfall wäre natürlich immer, wenn Verstappen wenig Punkte holt. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen eingreifen, je nachdem, wie der Rest der Saison noch läuft. Sechs Minuten haben wir noch. Die haben wir jetzt mehr oder weniger auch raussitzen. Ich denke mal, das passt so mit der Zeit. Ja, Verstappen jetzt mittlerweile Dritter. So, ich denke mal, viel wird jetzt auch nicht mehr passieren. Alter Ribotas, ein Pünktchen hat er. Im Gegensatz zum echten Formel 1 hat er zumindest einen Punkt. Also,
Haben alle zumindest mal ihr Pünktchen? Aber Bottas zieht noch durch, hat doch keine Zeit gesetzt, deswegen. 1,40. 0 auf Rang 14 momentan. Mit dem Alpha. So gar nicht so schlecht. Beziehungsweise mit dem Sauber. Kick Sauber heißt das Team hier. Jetzt bin ich aber schon auf 16 zurück. Du warst ja noch ohne Zeit, Alba noch ohne Zeit. Die hoffentlich noch ihre Zeiten setzen. Gucken wir mal gerade nach, ob sie noch auf der Strecke sind gerade. Warst du ist definitiv auf der Strecke und Alba genauso. Zwar direkt davor. Russell auf 3 und Albon habe ich jetzt nicht gesehen. Auf 14 hat sich jetzt die Position von Bottas geschnappt, der momentan auf 18 liegt. Ganz hinten am Ende des Feldes Esteban Ocon. 0,7 Sekunden. Der Alpine muss ja gnadenlos schlecht sein. Zumindest hier in diesem Rennen. Momentan führen wir. Muss ich zugeben, dass wir aber die Runde nicht mehr weggefahren haben. Es reicht, um momentan um vorne zu stehen. Auch im Sprint-Qualifying. Wir haben noch 2:10. Ja, wir werden das Ding jetzt durchziehen. Also du hast jetzt, ich denke mal, das sollte eigentlich reichen. Wir sollten jetzt, warum unnötig das Auto wegschmeißen? Außerdem machen wir keinen frischen roten Satz mehr, daher ey, wurscht. So, wird jetzt eigentlich nichts passieren mehr, oder? Normalerweise. So, dann haben wir es jetzt gleich. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Feierabend. Das war der Freitag. So, ja, das war wirklich der Freitag. Wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr mit dem
Sprint und dem Qualifying hier aus Austin. Qualifying sogar im Nassen, der Sprint im Trockenen. 5 Runden dann. Und ja. Normalerweise werden die Punkte nicht samstags vergeben. Morgen schon. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.